Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Alles klar. Connor schlägt die Leute immer gerne zusammen. So, jetzt komm, zieh die Pistole. Glaubt ihr, dass ihr meine Familie rausholen könnt? Der Widerstand kümmert sich um seine Freunde. Das hoffe ich. Ich habe eine Tochter im Teenageralter. An einem Ort wie diesem passieren schlimme Dinge. Bring ihr bei, wie man schießt. Frauen haben genauso viel, um das es sich zu kämpfen lohnt. Bist du irre? Hallo. Mein Kind wird sich auf keinen Fall dem Widerstand anschließen. Was ist hier jetzt? Ah, ich muss ihn vorgehen lassen, oder was? Ich dachte, hier wären mehr Wachen. Haben euch wohl gehört und sind abgehauen. Sehr witzig. Wieso muss ich denn da als Letzter durchgehen? Das ist ein Lagerbereich für Busse. Hier warten wir, bis die Schichten in den Schieferminen beginnen. Und der ist einfach unverschlossen? Man braucht keinen Schlüssel? Keine Sorge, ich habe mich darum gekümmert. Dafür bin ich ja da, oder? Und jetzt soll ich als Erster gehen, oder was? Was ist denn los, Connor? Scheinbar? Nee, doch nicht. Jetzt gehe ich. Nee, jetzt geht er. Oh, Mann. So, jetzt gehe ich. Ich will hier durch. So, jetzt geht's. Keine Bewegung! So, oh, dreckiges Schwein. Leck mich, ich hab Kinder. Außerdem hatten sie das bessere Angebot. Wir hätten dir helfen können. Es ist vorbei. Was soll's? Die Koreaner haben gewonnen. Es Für ist dich aus. Ist es aus. Wow. Pistole, du Idiot. Zack. Ihr dreckigen Koreaner. So. Wow. Dieses Arschloch da hat uns doch eiskalt verraten. Und wir haben jetzt einfach nur unsere Pistole. Am besten gehen wir hier mal näher an den... Na super. Was soll ich denn hier machen? War unmöglich, hier irgendwas zu machen jetzt. Und Waffen hatten die Koreaner hier irgendwie keiner dabei. Also ich konnte hier gar nichts aufheben. Komisch. Was? Ach, wir können hier hoch. Schön. Wir sind umzingelt. Die Treppen hoch und alle ausschalten. Ah, Treppen hoch. Dann sagt er doch gleich. Hier ist auch eine Waffe. Wir sind festgenagelt. Erledige diese MG-Schützen. So, jetzt muss ich meinen Kumpels helfen. Da war eine Granate. Nee, das ist wichtiger. Hier hinten, da ist einer. Oh, da sind so viele. Scheiße. Oh. Die siehst du immer alle nicht. Oh Mann, ey, ohne Witz. So, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Das wird jetzt kein Problem sein. Ja, das war jetzt irgendwie gerade Überraschung. Hätte nicht gedacht, dass das hier so funktioniert. So, jetzt kommt. Wir sind festgenagelt. Erledige diese MG-Schützen. Ah, ich kann ihn ja gar nicht ausweichen hier. Ich habe gar keinen Schutz. Ich meine, es ist... Ja, toll. Wenn ich nach vorne gehe, schießen sie mich ab. Und wenn ich nach hinten, wenn ich hinten bleibe, trifft mich die Granate. Also machen wir das Ganze nochmal. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie uns beeilen müssen. So. Oh, das gibt's doch nicht. Woher denn? So. Und jetzt zu denen. Jetzt kommt hier schon wieder. Komm doch her. Wir sind festgenagelt. Erledige diese MG-Schützen. Hab ich doch schon. Oder welche denn noch hier? Ah, die. So, wo sind noch welche? Ah, jetzt kommt schon wieder hier oben welche. Da ist noch einer. Ah, ne, doch nicht. Wir sind festgenagelt. Ja, ich weiß. Welche MG-Schützen denn? Wo sind denn da noch welche? Da muss ich hier rumrennen. Das Haus da sichern. Los, die Sender müssen da drin sein. So. Leute, wo ist denn hier der andere MG-Schütze? Da ist er. MG-Schütze
Schießschützen! Erdgeschoss! Endlich! Komm Leute, haut euch rein hier! Scheiß Arnie! Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei ihm. Ich auch. Ich auch. So, die Sender Waffen müssen hier irgendwo sein! Ja, da habe ich mehr Munition. Sie hier sind sie doch! Wir haben die Sender! Dann verschwinden wir von hier! Brianna, wir haben sie. Wir treffen uns unter dem Highway. Ich bin unterwegs. Boone holt sich aus. Okay, also dann gehen wir jetzt wieder zu Rihanna. Wir kürzen über das Baseballfeld ab und gehen durch das Elm Street Abflussrohr. Los, es ist also gleich davon. Footballfeld über die diese Sender auf, Jacobs. Ja klar, diese pass ich drauf auf. Tanker werden nur für ein paar Stunden in der Stadt sein. Wir markieren sie, bevor sie Montrose verlassen, schnappen uns einen Heli und verfolgen sie. Bam. Nur damit du deine Aufgabe kennst. Jo. Es ist gleich da hinten. Gehen wir weiter. Okay. Machen wir. Hier ist wieder alles zerstört. Wie immer. Gott. Wie läuft der denn? Was ist denn jetzt los? Wieso müssen wir jetzt so langsam machen? Oh, gefährlich, oh gefährlich. Gott. Was zum Henker ist das? Alter. Wir sollten umdrehen. Was zum Teufel? Wie Abfall in eine Grube geworfen. Wie viele Leute sind das? Alter! Mistkerle! Elende Mistkerle! Ihr Mistkerle! Ihr denkt, ihr könntet uns in einen verdammten Graben werfen! Ihr fallt in unser Land ein! Tötet unsere Familien! Wachtürme, bleibt hinter den Bäumen! Ich werde euch ausräuchern, ihr Hurtürme! Alter, Alter! Vieh, das ihr abschlachten könnt! Der Tier hat mir jetzt irgendwie gerade so ein bisschen die Sprache geschlagen. Wir müssen uns ums Feld herumschaffen und nah genug an die Türme rankommen, um eine Granate zu werfen. Wo sind denn die Türme? Oh, ganz da hinten. Ey, wie soll ich da hinkommen? Jetzt hab ich auch noch so eine Scheißwaffe. Ich wusste ja gar nicht, dass das so ein Kacke ist hier. So. Alter Falter. Mit dem Gabelstapler hier. Ne, kein Gabelstapler, mit der... Die Ding da, die Leichen einfach... Da in den Grab rein. Ich geh mal hier hoch, vielleicht bringt das was. Ne. So, jetzt müssen wir wieder diese bescheuerten Wachtürme ausschalten. Wo immer die jetzt auch sind. Zack. Oh, klappt ganz gut mit der Waffe hier. Boah, jetzt hat's geleckt. Da geht der Schuss, die Schuss auch nicht so. Scheiße. Das war eine Granate. Da geht die Munition. Was hat denn? Die Munition noch nicht so schnell leer. Da ist doch gar keiner. Was, wer schießt denn da? Da ist doch kein Schwein. Ich werde trotzdem getroffen. So, jetzt, da ist einer. Oh, sorry, das ist ein Kollege. Hier schon mal eine andere Waffe. Gut, viel Munition habe ich jetzt gerade nicht hier, aber... Habe ich hier mehr? Ne, da habe ich nicht mehr, also nochmal zurück. Der hat noch eine Granate geschmissen. Zack, ja, das war klar jetzt. Aber ich musste sie da weg, sonst hätte mich die Granate getötet. Naja, wir sind das ja gewohnt. Wenn wir jetzt wieder... Ah, okay, wir starten hier, das ist... Na, immerhin. Haltet diese Busse zwischen euch und dem Turm! Oh Mann, Alter, was ist, jetzt ist das Ding hier auf einmal kaputt gegangen. Oh ja, jetzt bin ich schon tot. Ja, das war nix, da war eine Granate, ich hatte schon kein Leben mehr. Alter, Leute, was ist hier los? Was ist das für ein Spiel? Ich meine, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Hast keine Muni, bist von 5 Seiten, obwohl nur 4 gibt, diese Busse zwischen euch und dem Turm. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, wieso macht der das hier kaputt? Du willst mich verarschen. Man kann nicht durch Holz schießen, aber hier diese massiven Dinger aus Steine, die gehen kaputt. Ja, was soll ich machen? Mann, meine Fresse, ich breche gleich ab, ey. Oder jetzt... Das Spiel ist total unfair irgendwie. Das... Oh Mann. So, jetzt gehe ich einfach mal nicht da hinten dran, dann kann das auch nicht kaputt schießen. Zwischen euch und dem Turm. Ja, halt Maul.
Hat ja eigentlich schon geschafft, aber nein. Jetzt hat der Typ eine Granate geschmissen. Oder dann komm doch raus! So. Meine unbesiegbaren Kumpels könnten ja auch mal nach vorne gehen. Ey, ich hab den doch schon dreimal getroffen. Ich hab noch 3 Schuss. Mit denen komme ich bestimmt sehr weit. Mit diesen 3 Schuss, ich gehe einfach hier jetzt hinter den Bus. So. Damit hat sich die Sache. Und jetzt habe ich nur noch meine Pistole. So, diesmal schaffen wir es aber. Jetzt habe ich. Ich habe keine Lust hier wieder zu sterben. Wow. Jetzt hat mich das Ding kurz gesehen. Boah, wow, Connor. So, jetzt schnell hier hinten dran sprinten. Da können wir eine Waffe aufnehmen. Und jetzt schnell hier hinten dran. So, Leute, jetzt lasse ich das aber nicht mehr. Jetzt lasse ich mir das aber nicht mehr hier wegnehmen. Ich sterbe jetzt nicht mehr. Und wir brauchen wieder eine neue Waffe. Granate hinschmeißen und nächste. Oh, jetzt schmeißt der Typ eine Granate. Alter. So. Gut, diesmal hat mich das Ding nicht gesehen, zum Glück. Oh, jetzt guckt's aber wieder hier hin. Oh, scheiße. Oh, dann halt doch mal das Maul. Ich weiß, dass ich da Granate hinschmeißen soll. Das ist einfacher gesagt als getan. Mein Freund. So, das hier sollte jetzt aber. Und bam! Endlich. So, neu formieren. Da! Alle sind tot! Bist du jetzt zufrieden? Ja, das bin ich. Alter, scheiße. Sieh dir das gut an. Verdammt, Connor. Es gibt nichts zu sagen. Scheiße. Was machen wir? Rein da. Was? Rein da! Hopper, sofort! Das ist verarscht, komm schon, Hopper, rauf! Sie kommen! Ja, dann geh doch auch rein! Runter! Was? Runter! Ich bin natürlich der Einzige, der das machen kann. Jacobs, rein da! Sofort! Alter, ohne Witz. Boah. Alter Falter. Dazu kann ich jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Keine Bewegung, mag es nicht mal zu atmen. Leise. Wurde Handlungen. Oh, scheiße. Ja, toll, gerade auch uns schießen sie natürlich nicht. Gut, das hätten wir überlebt. Connor, wo seid ihr? Wir werden uns verspäten, haltet durch. Wir treffen uns an der Schule. Warte, wir müssen noch mal weiter. Oder war... Ne, das war jetzt mit dieser Mission. Diese Fotos erhielt ich von einem Freund mit Kontakten zum Widerstand. Ich glaube, wir alle haben vermutet, nein, wir wussten, dass Gräueltaten wie diese geschehen. Aber der Beweis ist so schockierend, regelrecht surreal. Wir sollten für diese Fotos dankbar sein. Sie zeigen einen Feind, der uns entmenschlichen will. Aber amerikanische Leichname in eine Grube zu werfen, kann unseren Widerstand nicht bejahen. Wenn Erde und Schotter stille Münder füllen, werden wir für sie sprechen und der Welt ihre Geschichten erzählen. Diese Toten haben Namen, solange wir für ihr Andenken kämpfen. Dieses Land wird wieder unser Land werden. In diesem Augenblick plant der Widerstand Angriffe, die zu einem Sieg in einer unserer größten Städte führen könnten. Ich bin die Stimme der Freiheit und verabschiede mich. Okay, gut, das war's jetzt auch erstmal wieder mit Let's Play Homefront. Das hier machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.